dachte, ich mache mal ein bisschen Vogelfutter. Weil ich heute den Balkon sauber gemacht habe. Wollte mal ein bisschen das Vogelfutter wechseln. Ich habe immer eine kleine Patina Tierhaare auf dem Balkon. Ich weiß immer nicht, wo die Scheiße herkommt. Und hier in der Wohnung kann keiner mehr erklären. Ja, so einen kleinen Abel schneide ich jetzt mal. Ja, war ja stehen geblieben bei meinen Arbeiten und werde jetzt nochmal so für mich persönlich das Jahr analysieren, wie ich das so empfunden habe. Noch mal Gedanken machen, wie ich meinen Kanal im nächsten Jahr auf die Reihe kriege, weil so geht das irgendwie ja auch nicht mehr so wirklich weiter. Unabhängig von anderen Medien, Zeitungsverlagen, Maßnahmenskriminologen oder keine Ahnung was. Krankenhausdiskussionen. Klingt irgendwie immer so ein bisschen, aber ich muss ja irgendwas für mich machen. Und dann ist das irgendwie so ein bisschen schwierig. So, wenn man auf mehreren Hochzeiten tanzen soll, nur wegen Prestige anderer ich schneide jetzt mal Walnüsse. Ich werde jetzt mal schauen, dass ich noch ein paar Haselnüsse geknackt kriege, weil die sind also gehackt in dem Sinne. Eigentlich wollte ich ja die Vögel gar nicht mehr füttern. Das ist immer, eigentlich mache ich das immer nur zum Winter hin und Frost und so. Aber da wir Winter haben, fütter ich sie jetzt halt. Muss ich mal sehen. Vögel tue ich jetzt mal hier hin. Falls sie Durst haben. Hier habe ich mal Hirse, ist noch von der Taube, die hier mal gelandet ist. Weiß ich auch nicht.
Ja, eine Haselnuss ist jetzt angekommen. Darf nicht, nein. Das ist so. Ja, das mögen wir voll gerne. Irgendwie so ein Nussmix. Ich habe ja auch nur 5 Meisen und einen Eichelbier. Das geht dann. Kann ich noch mit durchfüttern.
Ja, Mensch, ist so leer und leise hier. Nichts.
bratwurst raus und beschmeißen müssen. Also, guten Hunger, bis nächstes Mal auf dem Weihnachtsmarkt. So, gucken wir mal. Jetzt hänge ich dann morgen wieder auf. So, erstmal den Balkon sauber machen. So, dann schönen Abend noch. Ja. Was ich dann noch so mache, ist nochmal Revue passieren lassen wegen dem Jahr hier und werde mal irgendwie sehen, dass ich nächstes Jahr wieder meine Videos mache, die ich so für mich gut finde, ohne dass andere da so die Zugriffe haben. Das ist einfach besser. Gut, dann bis dann. Tschüss.